Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, erstmal sorry für den langen Ausfall. Momentan war es auf der Arbeit oder ist es auf der Arbeit unglaublich stressig. Also ich habe ganz reguläre Dienste, ja, aber früher hatte ich einfach viel mehr frei dazwischen und ja, das ist einfach gerade nicht so. Und wenn ich dann Dienst habe, vor allem auf unseren RTW1, ne, da fahre ich mir die Hacken wohnen Tag und Nacht. Das ist echt heftig, da kommst du morgens nach Hause und willst erstmal schlafen. Ich bin heute nach Hause gekommen, jetzt ist 9.37 Uhr bei mir, also viel zu spät, von der Arbeit und habe einen wunderbar ruhigen Dienst, gab zwei Einsätze in 24 Stunden. Und ja, da habe ich dann Verlangen nicht, mich hinzulegen. Gut, ich würde an den Kommentarschreibern mich nochmal bedanken für eure fleißigen Kommentare. Eins war dabei, das war eher so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, so mahnend, dass ich zu wenig Rising World mache und nur noch Scum, ne, und sowas. Ja, das muss ich ja einfach sagen, Scum ist nun mal gerade ein ziemlich cooles Projekt auf dem Kanal, hat sehr viele neue Leute mit dabei gebracht und das wollte ich natürlich dann auch, wenn ich dann die Zeit hatte, um aufzunehmen, nicht auch noch ausfallen lassen und sowas. Und ja, die Community muss halt gepflegt werden. Die ist sehr schwer zu pflegen, das sage ich mal im Voraus. Die meisten sind ziemlich easy peasy, aber du hast immer welche dabei, denen wegen PvP irgendwas nicht passt und dann mit dir schimpfen und. Ach, das ist immer eine Sache, sage ich euch. So, jetzt wollte ich mal was messen. Das war ein guter Sprung. Das Ding hier ist nämlich 9 Block hoch. Und dann gehen 2 Blocks hier hin und dann geht es wieder runter und das Ganze 4 Block. Okay, so, wie gesagt, Zeit war oder ist in der letzten Zeit, wie sich an, eine Zeit ist und war in der Zeit, bei mir Mangelware, weil man ist einfach müde, ne? Was willst du machen? So, passt auch, 9, dann kann der ja tatsächlich runter. Obwohl, warte mal, da brauchen wir ja gar nicht so ein Heckeli-Meckeli machen, ne? Können wir doch einfach erstmal so machen und von innen fertig werden. So, ich mach mal Licht an, dann sehen wir mehr. Also ich möchte jetzt in naher Zukunft, würde ich gerade sagen, also ab jetzt wieder regelmäßiger Rising World bringen. Ich liebe dieses Spiel. Das macht mir einfach immens viel Spaß. Ups. Und ist auch super leise bei mir. So, ich will hören, wie der Block auf den Boden pfeffert. Zack, zack, zack. Ich lass mal hier noch ein bisschen offen. Obwohl, wir haben ja hier noch eine dicke Öffnung. Und ja, dieses Schiffsprojekt doch irgendwann mal fertig bekommen. Also dauert natürlich eine Weile. Und das heißt ja, die Staffel, nenne ich sie mal, die heißt ja Road to 1000. Also wird das doch schon mal kein Problem geben. Das kriegen wir hin. So, dann kommt dann noch welche hin. Dann wird das dann noch zugebaut. Dann ist das eigentlich geritzt, das Teil, ne? Dann ist das ja eigentlich geritzt. Von innen muss ich mich dann noch reinbauen. Das ist was anderes. Das müssen wir anders regeln. So. Scheiße, ich habe mich da aber auch schwer rangebaut. So, gut. Ich habe die letzte Folge gar nicht aufgerufen. Mir ist es immer ziemlich wichtig, die Leute zu grüßen, die wenigstens in den Kommentaren schreiben. Rising World, das eine Kommentar will ich auch mal vorlesen. Also, ich habe es nicht als Angriff gegelten oder gegolten oder wie sagt man. Also, ich habe das schon verstanden. Ich selber hatte dann auch, wenn ich hier morgens nach Hause gekommen bin, das Gefühl, ich müsste jetzt Rising World aufnehmen. Aber man darf sich nicht so einen endlosen, krassen Zeitdruck machen. Es ist ein YouTube-Hobby von mir und ich verdiene damit ja nicht das Geld, dass ich sagen könnte, oh nein, die Folge kommt nicht. Da kann ich am Ende des Monats kein Brot kaufen. Das ist einfach so, ne? Also, bitte nicht böse sein, wenn mal etwas länger ausfällt, so für ein paar Tage. Und das ist schon ganz schön lange gewesen, sehe ich gerade auf dem Handy. Die letzte Folge, 98 war es. Erst vor 4 Tagen, die letzten Analytics, alles klar. Wow, nicht schlecht. Vom Sid war das. Hi Tim, irgendwie Fanatics Rising, Rising. Kaum noch Videos und keine Streams von Rising. Immer nur Scum, Scum, Scum. Ich finde es voll schade, dass du Rising so vernachlässigst. Ja, ich weiß, bei Rising sind die Aufnahmen nicht so viel, die Aufrufe nicht so viele wie bei Scum. Finde es halt schade. Bitte nicht böse nehmen. Nehme ich dir absolut nicht böse. Draco hat noch Hallo Tim geschrieben. Das waren auch nur 2 Kommentare in der letzten Folge. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Es sieht dann halt so gierig aus, ne? Es ist, als ob man nur für Aufrufe was macht. So ist das bei mir aber nicht. Kein Scheiß. Ich habe es halt gemacht, weil es kam halt gerade eine große Community, der Nigelnagelneue dazu gekommen ist. Und das ist natürlich dann so eine Sache, da muss er ja präsent sein. Ne? Und wie gesagt, ich hatte noch eine ganz andere Community, die heißt Rettungswagen.
Die hat mir auch eine Menge Zeit geraubt. So, So, wie wollte ich das jetzt bauen? Ich komme einfach nicht dahinter. Das habe ich ja nicht zugebaut hier. Der war falsch, ne? Der wäre absolut falsch. Oder wäre der sogar richtig? Naja, den kannst du da nicht so reinsetzen. Teste gerade mal ein bisschen wieder. Ich weiß ja, welcher da reinkam. Eigentlich muss ich jetzt die hier nehmen. Zaubern da jetzt gar nicht so herum. Wir machen einfach reinbauen. So. Dann noch ein, ehrlich? Nee, das wird nicht gehen, ne? Dann ist das hier zu und wir können mit den unteren Tragflächen anfangen, die nicht ganz so anspruchsvoll werden wie diese hier. Das hat ja einfach immens Zeit gefressen hier, das Ding. Echter Wahnsinn, oder? Da müsste noch eine kommen. Mann, was habe ich denn da gebaut, ey? Wenn man das einmal sich... Ah, echt hardcore, ne? Also es geht steil wieder spitz zu. Ja, doch, dann habe ich dazu gebaut, aber das anders. Okay, ich verstehe. Es soll ja dasselbe bleiben. Und ich schon wieder verpeilt stehen. Nein, ich mache da oben schon mal dicht, das Ding. Ja klar, nimm mir den Hammer wieder weg. So, dann muss da der hier, ne, der ist es nicht. So war das nämlich, genau. Wenn ich die andere Seite betrachte, war das ähnlich wie das jetzt. Sieht aber komisch aus da. Krieg doch nie einen Block rein. Einen anständigen. Und wie habe ich das dann zugemacht? Oh Gott, ich bin. Es ist wirklich gar nicht so einfach, wie es aussieht, mal sowas zu bauen, wenn man das wirklich über ein paar Tage streckt. Zack, zack, zack. Nimm den Block. Nimm ihn. So, das habe ich ja zugehabt. Ne? Das Zumachen selber war ja gar nicht so der tricky. Tricky Trick. Direkt in meinem Kopf ist diese Idee jetzt entstanden. Na komm. Viereckige Blöcke. Warum tue ich immer die Blöcke weg, die ich brauche? So. Zweimal? Wo ist denn der zweite gekommen? Nein, ist der Blöcke. Was kommt denn da jetzt für einer hin? Das kann ich mir ja nur vorstellen, wie diesen hier. Fail. Wir haben ja noch andere Dreiecke. Und dann ist das Ding dazu. Denn der kann ja. Ach ja, klar, dann weiß ich welcher. Der stört ja hier noch. Wo ist er hin? Block, Block, der ist weg. Dann brauche ich doch noch Blöcke. Block. Naja, Pech. Bin gerade am Überlegen. Das wäre völlig der sinnloser Vollmüll. Da, wo fallen die denn hin? Das gibt da. Ach, der fällt doch da irgendwo. Oh, kann ich mich nicht so weit drehen? Also, das muss ich auf jeden Fall noch zukriegen. Dann ist es doch gleich. Warte, das gucken wir dann, wenn es zu ist. Also, da muss jetzt noch ein Block hin. Und zwar nur zum Dichtmachen. Von innen können wir aber später hübsch machen. Der ist der absolut falsche. Sieht man ja. Falsch rum wird noch weniger Sinn machen. Habe ich denn noch andere Dreiecke? Die habe ich alle verpulvert. Also. Klar, dann sind es die anderen. Okay. Die anderen. So, gehen wir mal zurück. Schwupp. Und ja, mich interessiert natürlich auch das Weiterleben hier auf dem Server, was die Community so treibt. Das ist auch immer ganz interessant. Oh, guck mal hier. Haben wir noch geschmolzen. So. Meine schöne Essenskiste. Wie gesagt, das kommt jetzt wieder regelmäßiger Rising World. Ich finde das immer wichtig, also dann fühlt man sich nicht so verloren. Das ist immer kacke, wenn der YouTuber dann irgendwas anderes macht wieder und nicht auf die Community hört. Das ist ja nämlich ein wunderschön entspannendes Spiel und da momentan ja so viele nicht entspannende Spiele gespielt werden bei mir, ist es halt sehr schwer, mal wieder abzuschalten. Das können wir hier ja fantastisch. Fantastisch. Warte mal, normale viereckige Blöcke fehlen noch.
mal einfach mal einen Satz. So. Und dann geht das Triebwerk, Leitwerk-Dings noch nach unten. Das wird auch nochmal spannend, das sage ich euch. Dann werde ich mich da aber diesmal ein bisschen simpler fassen. Weil so verwinkelt, wie das jetzt war, ist das ja echt grausam gewesen, oder? Hypergrausam. Was mache ich denn da? Blödsinn. Der passt. Dann muss ich da den Denkfehler entdenken. Das ist ja... Da ist ja jetzt ein Loch. Das sollte ja nicht sein. Da könnte vielleicht... Passt da wieder ein normaler Block rein? Den haben wir gerade rausgehauen. Ja. So, F2. Das Ganze ist 3, 4 Block breit. Und hier nur 3, ne? Ach, scheiße, ey. Ich will es halt gleich haben. Das bedeutet mir halt sehr viel. Da geht ja nichts flöten. Aber, ach, jetzt erkenne ich schon, was der Fehler war. Warte mal. Nein, nimm ihn doch! So. Ja, ach so, guck mal, kein Problem. Das wird gleich sowas von gleich aussehen, sage ich euch. Zack. So wunderschön. So wunderschön. Der hier war das. Mann, schon wieder den Hammer weggenommen. So, dann bin ich jetzt, glaube ich, safe. Das sind die beiden nochmal Waffenanlagen, genau, Waffenanlagen waren das. Wow, heftig. Dass die jetzt so viel Arbeit gekostet haben, unglaublich, ne? Gut, zapp. Da unten, da, wie gesagt, wollte ich jetzt nicht allzu kompliziert bauen. Ich werde einfach ganz viele Dreiecke da hinsetzen. Das wird jetzt eher simpel. Ich glaube, das schaffen wir auch in der Folge heute. Die können ja hohl bleiben, das ist ja nicht so schlimm. Und werden dann von außen ein bisschen verhübscht. So, die. Brauche ich dann auch einen ganz schönen Satz. So. Habe ich hier noch Bretter? Ich habe keine Bretter mehr, ne? Zawupp. Ein Baum muss leiden. Der macht aber einen Abflug. So. Und schwupp. Ach, ich hätte mir gar nichts helfen brauchen. Ich hatte ja noch Holz in der Kiste. Naja, ist so. Wie gesagt, bin ja auch von der Arbeit gekommen. Bin da trotzdem müde. Man schläft ja nicht gut. In der Rettungswache. Also, manche können es, ich nicht. Bin da nicht so ein Talent. So schöne weiße. Weil, die sieht man einfach besser. Also das will aber erst Holz haben. Ja, logisch. So, dann haben wir mal 36 Planken. Mit denen können wir ein bisschen rumplankieren. Das da stört mich noch. Wie gesagt, ich will ja nicht fliegen, obwohl ich da darf. Ich mache es ja nur mal zum Gucken oder so. Auch wieder die jetzt das weggenommen, was ich gleich brauche. Also ich, da bin ich echt ein Multitalent drin. Ne? Jetzt muss ich, jetzt mache ich erstmal einen Prototypen. Irgendwie. Ist mir jetzt egal. Oh, ist das ätzend hier mit den Drehen, ne? Muss hier hin. Erst mal ein Prototypen. So. Dann wollen wir doch mal dahin, ne? Boah, das ist aber steil. Okay. Irgendwie drehen. Wird schon irgendwie passen. So. Auch gefährlich. So, mal lieber so. Okay, das geht ja auch. Oh, bin schon so groß. Und das kommt schon mal weg. Dann ist das schon mal futschi.
So, jetzt wird's richtig blöd. Jetzt wird's richtig schwer, da vernünftig zu bauen, ne? Also ich müsste ja eigentlich zu der Flügelspitze. Na, das ist ja die Flügelspitze, ne? Da unten. Und da wollte ich ja dann genau so bauen. So weit wie geht jetzt nach der Seite. Da drin wird sich nochmal ein Triebwerk verbergen. Würde ich einfach mal so machen. Und wieder das wirklich, was ich brauche. So. Oh, das wird eine Abreißerei werden, das sage ich euch, mit dem blöden Holz. Dann nimm's doch, da kommt ja nicht so weit. So. Und wenn wir den schon mal safe haben, dann ist ja schon mal die halbe Miete im Kasten. Da ist natürlich falsch rum. Ich muss mich bücken. Oh. Risiko, ich will nicht runterfallen und sterben. So, das ist das Maximale, was wir da rausholen können, ohne jetzt groß zu wummeln, ne? Ich habe da noch einiges an Pläne. Ich mache das aber schon mal dicht. Wie gesagt, auch ein Triebwerk soll da noch rein. Dann kann ich jetzt zum Beispiel. Schon mal ziehen. Wie im Blöden. Weit nach hinten. Oh, das ist nicht so schlau. Obwohl wir haben hier einen schönen Way. Game. Gibt es schon einen Way. Einen Weg. Tim ist ja so ein englisch sprechender Superman. Ich finde immer, dass man so Räume schafft, ist immer eine schöne Sache. Schade, da komme ich nicht rein. Muss ja irgendwie. Ah, komm schon rein, aber das ist nicht so wirklich der Effekt, den ich mir gewünscht habe. Das hänge ich auch fest. So. Das ist genau das, was ich wollte. Ich habe ja noch genug, ne? Kann ich uns ja mit lange, lange Zeit bewerfen. Hier dürfte ich aber jetzt rein. Ne? Ich dürfte es hier kein Problem mehr geben. Krass, von innen. Schon wieder fast raumwürdig, ne? Aber das wird ja noch viel entstehen hier. Ich will auch schon die ganze Zeit das Cockpit machen. Was einfach nur geil aussehen soll. Oh, das war ungesund. Aua. So. Jetzt einmal abchecken, wie das von hinten aussieht. Unsere sexy Lady. Boah. Ey, das ist ja richtig geil. Wenn wir das auf beiden Seiten haben, ist das mega. Da kann ich noch hinten ein bisschen am Rumspielen. Die Scharpitzen, die spitzen Kanten will ich noch irgendwie entfernen. Dass wir die vielleicht. Ja, das lässt sich ja locker machen. Also, das könnte sau interessant werden von hinten. Das Schiff. Ist ja das, was man als erstes sieht. Das ist immer das Problem. Ach, immer diese Dreherei. Davon haben wir echt genug gemacht jetzt. Und wieder drehen. Und dann muss der Hammer walten. Das war knapp. Okay, dann machen wir hier die ganze Schose noch ein weiter. Ich weiß gar nicht warum, aber ist so. Und einfach dicht. Dann ist das ein toter Raum, den ich aber weiß, dass der da ist. Sprich, dass wir den eventuell. Jetzt brauche ich schon wieder Blöcke. Trotzdem mit irgendwas füllen können, falls wir doch mal die Lust drauf haben. Und es ist super easy peasy gewesen. Super easy peasy. Ich wollte das nicht in die Lüftungsgitter mit reinbauen.
Das haben wir schon so oft gemacht. So, mein Kaffee wird eiskalt, verdammt. Mit Spiel haben wir doch tatsächlich Alex immer drauf. Grüß dich. Schon 17 Tage auf dem Server. Wow. Delete. So, nehmen wir mal den hier. Und kloppen uns mal einen ganzen Batzen. Vierkige Blöckerei. Zap. Also am Ende werde ich das Schiff blueprinten. Im Ganzen. Und mal checken, aus wie vielen Blöcken das besteht. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir so weit kommen. Boah, ich muss rübsen. Kaffee. Und sehr viele Lämpchen wird es bekommen und sowas. Also das wird schon ziemlich geil, glaube ich. Und der Innosbau wird natürlich das krasseste von allen. Der wird mir am meisten Freude bereiten, glaube ich. So. Das Ganze ist jetzt, das können wir es hoffentlich noch irgendwie messen. Ah, nur fliegend. 11 Block lang. Das muss man sich natürlich merken. Ups, ich flieg. 11 Blöcke lang. Und das soll auf der anderen Seite ja genauso aussehen. Und das, glaubt mir, das sieht richtig gut aus. Ja, ohne Witz. Das sieht richtig geil aus. Hier habe ich so eine schmalen Planken gemacht, die mich wieder in den Tod stürzen lassen. Aber super, hier komme ich schon direkt dran. Ich will nicht in den Tod stürzen. So, dann wäre das jetzt hier natürlich genau dasselbe. Ganz unten anfangen. Habe ich ganz unten angefangen? Ach Mann. Ja. Ich spare mir auch extrem viel Zeit mit der Rumgefliege manchmal. Das war wieder falsch rum. Und das war, glaube ich, das sieht man so schlecht, ne? Ah, das war falsch. Tschüss, Block. Grüß deine Blockfamilie. Ja, das ist es. Das ist die Nummer Uno auf der Seite. Mal gucken, ob ich drankomme. Ach, ist das kacke. Boah. Durchgeschummelt. Boah. Man kann ganz schön weit bauen, ne? Also da hat er gar nicht so große Probleme mit, aber nicht immer. Okay. Du Scheiße. Dann haben wir unsere wunderschöne Treppe schon mal. Die eigentlich gar nicht da sein sollte. Und das Ganze wird dicht gemacht. Oh, da habe ich einen vergessen. Aber gar nicht so schlimm. Oh, ganz knapp geht das. So. Boah, kann er weit bauen, ey. Heftig. Und das wäre jetzt die Qualitätskontrolle. Boah, Musik, ey. Boah, ist das schön. Das ist das hinten mir noch, der Klotz. Der muss entklotzt werden. Wenn ich das geschafft habe, dann sieht das von hinten richtig Hammer aus, vor allem mit den Lichtern. Und den Maschinen-Mopeds dran. Was habe ich gesagt? 11 Blöcke sind es jetzt, die wir brauchen. 10 sind es ja schon, also nicht vergessen. Timme. Jetzt noch 8, jetzt noch 9. Und die Sache ist in Butter. Fehlt halt mal einer, glaube ich, aber ist egal. Wie aus einem simplen Block dann plötzlich ein interessantes Objekt wird, finde ich so wunderschön an dem Spiel. Viel zu selten, dass die Musik hier läuft, ne? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt sitze ich darauf, was ich bearbeiten will. Und wieder drehen und drehen.
Ein bisschen wie bei Fortnite, ne? Komm ich da wohl schon dran, oder? So tief ist das ja gar nicht. Also es ist ohne Witz, es ist mega entspannend. Ich gucke gerade auf der Uhr. 25 Minuten ist es schon. 8, 9, 10, 11. Dass die Zeit dabei auch noch so richtig krass rast. Deswegen darf ich das Spiel auf keinen Fall lange pausieren, weil es mich einfach nur richtig so nach so einem Dienst, wo du mal richtig was Schlimmes siehst und so mal richtig runterbringen kann. Einfach wirklich mal viele Minuten einfach abschalten kannst. So. Oh. Oh, da, guck mal, sowas zum Beispiel muss auch noch abgerundet werden irgendwie, aber das ist natürlich alles Feinarbeit später. Ich wollte jetzt erstmal wie ein Raumschiff von außen aussehen. Das war mir eigentlich besonders wichtig, weil das halt einfach nur ein Würfel war. Gebaut. Na, ich mach das jetzt mal so, sorry. Oh, wir haben eindeutig etwas Hunger. Meine ganze Rampen, die ich überall vergessen habe. So, von hinten sieht jetzt so aus. Also, langsam entsteht ein verdammtes Schiff daraus, ne? Mit Waffenanlagen für hinten hier. Da muss ich dann noch umbauen. Auf der Seite. Seht ihr ja? Da muss ich noch reingehen. Und dann kommt hier halt die Technik rein. Boah. Das wird sowas von geil. Boah. Mir gefällt's. Mir gefällt's tatsächlich. Noch mehr ein bisschen Triebwerke. So ein, zwei, drei kleine nach hinten. Es wird auf jeden Fall cool. So, runter mit dir, Tim. Wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten heute. Boah, das sieht von unten sogar gut aus. Ich bin ganz begeistert von mir. Da können wir uns jetzt endlich um andere Dinge kümmern. Verdammt! Diese Tragflächen, die haben aber auch gezogen sich jetzt. Meine Überlebenskiste. Nochmal Dankeschön dafür. Oh, er sagt, weil er Hunger hat. Und der Durst. Hoppala. Und jetzt wird noch ein Fisch, weil wir so einen Durst haben. Ist auch ein Fisch aus dem Wasser. So. Der ganze Tümpel ertrinken. So, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Rising World. Wie gesagt, morgen kommt ihr wieder pünktlich um 9 Uhr versprochen und ich versuche das jetzt auch wirklich durchzuziehen. Bis dann!